Willkommen zurück bei Let's Play Black Mirror 2. In der letzten Folge haben wir draußen Feuer gelegt. Da ist der Murray jetzt hingerannt. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt hier den Schlüssel zu Angelinas Zimmer nehmen können. Solange Murray draußen das Feuer löscht, kann ich Angelinas Schlüssel unbemerkt mitnehmen. Sehr schön. Dann können wir auch vielleicht noch so eine lustige Maske mitnehmen. Das würde mich ja persönlich sehr freuen. Gut, gut. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 13. Hoffentlich finde ich in Angelinas Zimmer Hinweise auf ihren Verbleib. Ach, sag bloß, er geht da jetzt direkt hin. Okay, so viel zum Thema noch andere Sachen mitnehmen. Er kommt wieder. Oh, diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte... Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Ja, schrecklich. Diese Jugendlichen, die hier immer Feuerchen legen. So. Ist das eigentlich das Zimmer, wo der Junge aus dem ersten Teil eingeschlossen war, der James? Nee, ne? Das würde ja eher das Zimmer sein, wo dieser komische Typ mit dem Mr. Bubby drin war, glaube ich. Mal sehen. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Einige Kleiderhaken, eine Kleiderstange, einige Schubfächer. Alles leer und blitzblank. Okay. Eine dicke, schwere und sehr altmodische Überdecke. An den Rändern sind überall Wollfäden befestigt. Ich hätte mir das Zimmer jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen luxuriöser vorgestellt. Oh, da hängt ein Bild von ihr. Die Decke stecke ich nicht ein. Aber so einen Wollfaden kann ich als Andenken mitnehmen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas weiterhilft. Okay, ein Wollfaden. Glas, warum hängt hier ein Bild von ihr? Was ist das? Eins der Bilder, die ich von Angelina gemacht habe. Das muss ein Hinweis für mich sein. Ach so. Oh. Tatsächlich. Auf der Rückseite des Bildes befinden sich einige weiße Zettel. Schlaues Mädel. Gar keine schlechte Idee, so einen Hinweis zu hinterlassen. Seltsam. Es sind zwei Bögen Schreibpapier, zweimal gefaltet. Aber es steht nichts drauf. Entweder es ist eine Geheimbotschaft, geschrieben mit unsichtbarer Tinte, oder die leeren Zettel an sich sollen ein Hinweis sein. In dem Fall wüsste ich aber nicht, worauf. Da ist hundertprozentig eine Botschaft drauf, denn wir haben hier Zitronen, und das kennt man ja aus diversen Adventures oder wahrscheinlich auch Filmen, dass man das mit Zitronensaft sichtbar machen kann. Interessant. Mehrere aufgeschnittene Zitronen. Und in einer steckt ein Holzspan. Ich habe nur ehrlich gesagt keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Die Zitronen hat sie nicht gegessen, so viel steht fest. Zitronen und ein Holzspan. Also irgendwoher kenne ich das. Okay. Ein dickwandiges, aber relativ flaches Glas. Normalerweise trinkt man hochprozentiges aus solchen Gläsern. Das trifft sich doch gut. Wir haben doch Alkohol. Ach so, wir müssen das irgendwie erhitzen, ne? Glaube ich. Das Glas ist halb gefüllt. Gut. Streichhölzer? Das kann nicht funktionieren. Egal, ob das Rum oder Whisky ist, selbst wenn es Brennspiritus wäre, ich brauche eine kleine kontrollierbare Flamme. Okay. Es fehlt ein Docht. Klar, dann nehmen wir einfach den Wollfaden. Ausgezeichnet. Der Wollfaden saugt den Alkohol auf und dient als Docht. Damit habe ich sowas wie die älteste künstliche Lichtquelle der Welt neu erfunden. Ob das echt funktioniert? Also ich meine jetzt in der Realität? Das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Mit einem einfachen Wollfaden? Okay, er hat auf jeden Fall eine Flamme. Hervorragend. Mein kleines Feuer brennt. Das funktionierte auch schon vor 10.000 Jahren. Aber was fange ich nun damit an? Ja, das ist eine gute Frage. So, mal sehen.
Endlich. Das ist Angelinas Nachricht. Jetzt bin ich gespannt. Sonntag, 16 Uhr. Ich weiß nicht, was das Besondere an Willow Creek sein soll. Alles wirkt verlassen, arm und einsam. Hoffentlich muss ich Darren nicht enttäuschen. Er hat mir so geholfen. Und nun hoffe ich wirklich sehr, dass ich auch ihm helfen kann. Sonntag, 21 Uhr. Murray, der Portier, ist ein verflixtes Schlitzohr. Er hat mir für jede kleine Information Geld aus der Tasche gezogen. Das mache ich nicht nochmal mit. Morgen gehe ich zur Bibliothek. Ein Stadtmuseum soll es auch geben. Vielleicht finde ich da etwas über Darrens Schloss. Montag, 11 Uhr. Black Mirror wurde im 14. Jahrhundert von den Brüdern Marcus und Mordred Gordon erbaut. Die Brüder zerstritten sich und führten sogar Krieg gegeneinander. Bis heute leben Nachfahren dieser Gordon-Linie auf Black Mirror Castle. Doch sie werden bald aussterben. Der letzte junge Gordon starb vor 12 Jahren durch Freitod. Montag, 14 Uhr. Ich habe etwas über dieses Baumsymbol, das Darren auf Reginald Boris Ring entdeckt hat, herausgefunden. Das Symbol wird in der Chronik der Familie Gordon erwähnt. Auch in der Bibliothek bin ich darüber gestolpert. Das Symbol steht für einen Geheimbund. Eine Art Sekte, die irgendwelche dunklen Mächte beschwören will und dafür über Leichen geht. Was, wenn Boris einer von denen ist? Montag, 16 Uhr. Im Pub habe ich erfahren, dass die Leute im Dorf glauben, über dem Schloss Black Mirror und den Gordons läge ein Fluch. Vielleicht ändere ich das Thema meiner Diplomarbeit. Ich würde viel lieber über verfluchte Schlösser schreiben. Der gute Professor Hubbard wird von der Idee nicht gerade begeistert sein. Montag, 21 Uhr. Er ist hier. Reginald Boris ist hier in Willow Creek. Ich habe ihn eben gesehen, wie er ums Hotel geschlichen ist. Was mache ich nur? Ist er wegen mir hier? Ausgerechnet jetzt, wo ich den Gang untersuchen will. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Aber ich werde eine Versicherung abschicken. Okay, ich werde eine Versicherung abschicken. Oh Mann. Reginald Boris. Angelina hat Nachforschungen angestellt und Boris hat sie dabei erwischt. Jetzt hält er sie gefangen und will er mich herlocken? In Maine wollte er mit mir auf eine Reise gehen. Geht es hier um mich? Was immer der Grund für all das hier ist. Angelina hat damit nichts zu tun. Sie ist in Gefahr geraten, weil sie mir helfen wollte. Es ist meine Schuld, wenn ihr etwas zustößt. Ich sollte ins Dorf und mich da umhören. Angelina war dort. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wer zu diesem Orden gehört, vor dem mich Angelina gewarnt hat. Aber wenn der Reginald tatsächlich hinter ihm her ist, warum wird dann Angelina verfolgt, seit sie 13 oder 14 ist? Ein weiß lackierter Rippenheizkörper. Die Heizung ist lauwarm. Okay. Ein Schränkchen. Sieht nach einer Antiquität aus. Und darin steht? Ja. Aha, ein Schlafmittel. Ob das Angelinas ist? Vielleicht hatte sie Albträume von dieser ganzen Geschichte. In was habe ich sie da bloß hineingezogen? Ah, wir können es aber mitnehmen. Das ist sehr schön. Ein ganz normaler Röhrenfernseher. Wie ihn jeder zu Hause hat. Okay, wie ihn jeder zu Hause hat. Ich habe zum Beispiel keinen Röhrenfernseher. Was ist hier? Toilette. Wie er da reinlugt. Hallo? Tja, nichts Besonderes. Ein typisches Hotelbadezimmer, wie man es überall auf der Welt finden kann. Okay, ich habe da jetzt voll was erwartet, weil er da so langsam reingeguckt hat. So, wir haben jetzt also die Schlaftabletten mitgenommen, die Nachricht haben wir, Messer. Gut, er hat ja selbst gesagt, hier gibt es nicht mehr viel zu tun, von daher sollten wir nach Willow Creek. Oh. Huch, Entschuldigung. Ha, das kennt man ja schon. Was meinen Sie? Eine junge, hübsche Dame trägt einige Bücher durch die Gegend und verliert sie vor den Füßen des Helden. Nun, ich bin Bibliothekarin hier.
Es hat also seine Richtigkeit, dass ich hier Bücher durch die Gegend trage. Jung? Hübsch? Ja, das lasse ich gelten. Aber wieso glauben Sie, Sie seien ein Held? Sie sind Bibliothekarin? Dann können Sie mir doch bestimmt Wissenswertes über diesen Ort erzählen, Miss... Valley, Sie sind Amerikaner? Ja, ich bin Amerikaner. Erzähl mir doch mal was über... Darren Michaels. Hört man es so deutlich? Oh ja. Lassen Sie mich überlegen. Ihr Akzent ist nicht rotig. Das heißt, Sie sprechen das Phonem R nicht am Ende einer Silbe oder vor anderen Konsonanten. Und Sie sprechen das A sehr breit. Das ist der berühmte Bostoner Akzent. Erstaunlich. Ich komme wirklich aus Boston. Ich habe mein halbes Leben in Büchern verbracht. Da bleibt so einiges hängen. Dann können Sie einem Yankee bestimmt etwas über Willow Creek erzählen. Was wollen Sie wissen? Ich wohne im Gordon's Palace Hotel. Ja? Lassen Sie sich vom alten Murray übers Ohr hauen? Ja. Das Gebäude soll ja eine fürchterliche Vergangenheit haben. Allerdings. Es scheint, als hätten alle männlichen Gordons nicht alle Tassen im Schrank. Der Fluch der Gordons. Bitte sagen Sie mir, dass Sie nicht an diesen Blödsinn glauben. Früher habe ich es nicht. Bei euch Engländern schert man sich zu sehr um Geistergeschichten. Oh, ist sie jetzt zickig und geht? Ey, Mädchen, tut mir leid. Das ist der obligatorische Dorfpub. Ach so. War nie ein toller Laden. Aber seit der alte Besitzer fort ist, geht es steil bergab. Der neue Besitzer ist Tom. Der Kerl da im Chili-Stand. Okay. Der Jahrmarkt ist noch ein paar Tage hier. Und ich würde nicht darauf wetten, dass er nochmal zurückkommt. Ich möchte auch gleich gerne auf den Jahrmarkt. Guck mal, hier hängen so Lebkuchenherzchen und so. Was gibt es Wissenswertes über Willow Creek zu berichten? Nichts. Nicht viel. Vor gut 1000 Jahren muss es die erste Siedlung gegeben haben. Es gibt Fundstücke aus dieser Zeit. Einen Steinkreis im Wald, wie ich gehört habe. Ja, den gibt es. Richtig los ging es hier aber erst im 13. Jahrhundert. Damals wurde ein Kloster hier in der Nähe gebaut. Außerdem eine Kirche und die ersten Teile des Schlosses. Und in jüngerer Zeit? Sie sprechen von den Morden. Das ist jetzt 12 Jahre her. Lassen Sie uns nicht davon sprechen. Jetzt zeigt sie ihm wahrscheinlich gleich wieder irgendwas. Ah, das ist die Kirche. Hat sich alles ein bisschen verändert? Da hinten am Rathaus ist mein kleines Reich. Die Bibliothek. Ah! Vielleicht, weil hier sonst so wenig los ist, gibt es hier in der Gegend etliche Leute, die viel und gerne lesen. Oh, leider häufig die falschen Dinge. Trivialliteratur und billigster Schund sind angesagt. Mädchen, das ist aber die falsche Einstellung. Das kann ich aus Erfahrung berichten. Es ist ganz egal, was die Menschen lesen. Hauptsache, sie lesen etwas. Das Schloss in der Nähe ist das berühmte Black Mirror Castle. So ist es. Die Bewohner haben das Schicksal dieser Gegend über hunderte von Jahren beeinflusst. Mal positiv, mal negativ. Wie meinen Sie das? Die ganze Gegend hier gehört den Gordons. Früher wurde im Schloss entschieden, was im Dorf zu passieren hat und was nicht. Und wer lebt heute im Schloss? Lady Victoria Gordon, die letzte der Gordons. Ihr alter Butler Bates und die Witwe ihres verstorbenen Bruders, Lady Eleanor. Ah! Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Bedienstete. Okay, Bates lebt also auch noch. Und hier ist das Museum, da wo vorher der Pfandleihshop war von Murray. Das ist das Museum. Wenn Sie mehr über Willow Creek wissen wollen, sind Sie da gut aufgehoben. Zumindest im vorderen Teil. Was ist im hinteren? Der neu eröffnete Sensationsteil. Billige Effekttascherei. Gruseln und Aufgeilen am Leid anderer. Oha. Was ist mit dem Sensationsteil? Was passt Ihnen daran nicht? Es geht nicht um Aufklärung, nicht um Wissen. Es geht um die Zurschaustellung von Blut und Qualen. Ich fürchte, das interessiert die Leute. Weil sie gaffen wollen. Das sind dieselben Leute, die bei einem Unfall lieber fotografieren, als zu helfen. Sie scheren sich nicht um die Schicksale, die hinter dem Spektakel stecken. Können Sie mit dem Symbol eines Baumes, dessen Wurzeln in die Äste übergreifen, etwas anfangen? Woher kennen Sie das?
Sie wissen was darüber? Sie sollten das schleunigst wieder vergessen. Ich bin in Maine darüber gestolpert und würde nun gerne wissen... Maine? Sie kommen... Sie sagten doch Boston. Ich habe noch etwas zu erledigen. Einen schönen Tag noch. Oh. Miss Valley, hören Sie! Das hat ihr jetzt wohl Angst gemacht. Weg ist sie. Was sollte das denn? Tja, hier ist das Museum. Ich würde aber super gerne, weil mich das die jetzt... Die Häuser dort sehen genauso heruntergekommen aus wie der Rest des Ortes. Ja. Und keine 100 Meter weiter ist das Dorf auch schon wieder zu Ende. Ja, ich möchte jetzt erst hier auf den Jahrmarkt, weil mich das viel mehr interessiert gerade als das Museum. Vielleicht gibt's da irgendwas Schönes. Irgendwelche schönen Buden. Ach, das ist der Chili-Standbesitzer. Okay. Ich möchte aber nicht mit dem reden. Ich möchte weiter auf den Jahrmarkt. Da ist ein Riesenrad. Volksfest. Nur ohne Volk. Es sind kaum ein Dutzend Leute zu sehen. Und mindestens zwei Stände und die Schiffsschaukel haben schon dicht gemacht. Lohnt sich wohl einfach nicht. Ach Mann, können wir uns das jetzt hier nicht weiter angucken? Kann er nicht weiter nach rechts? Das finde ich ja gerade ein bisschen schade. Ich dachte, wir können uns jetzt den Jahrmarkt hier wenigstens angucken. Aber mit ihm reden möchte ich auch noch nicht. Dann würde ich doch eher das Museum vorziehen. Boah, wie schade. Ich dachte wirklich, man kann da jetzt so richtig schön drüber schlendern. Das ist also die Bibliothek. Okay, wir gehen einfach mal ins Museum. Erst dieser vermeintlich günstige Flug und dann liegt der Flughafen am Arsch der Welt. Die Taxifahrt hierher war teurer, als wenn wir einen Privatjet gemietet hätten. Jetzt reg dich doch mal ab, Albert. Ach, und dann ist der Reiseführer von deiner Freundin auch noch total veraltet. Du warst doch froh, dass wir keinen kaufen mussten. Dass sich hier in ein paar Jahren so viel verändert, konnte ja keiner ahnen. Ja, lass mich einfach in Ruhe, okay? Okay. Alles gut.